Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood, zum womöglich letzten Part. Denn Da Vincis Verschwinden wird gleich aufgedeckt. Also ihr könnt gespannt sein. Ludwig von Frankreich hat feierlich verkündet, dass das Essen in Mailand an französische Standard... Mist. Was mache ich da? Katakomben sind in der Nähe. Die sind oben? Die sind hier. Na dann, rein da. Und das letzte Mal gehen wir in Katakomben. Jeder krabbelt was, macht's tot, Ezio. Der Ladebildschirm mal wieder. Ach ja, wie ich den Ladebildschirm so liebe. Was muss ich eigentlich hier drin machen? Sieht nach einem gefährlichen Unterschlupf aus, der Tempel des Pythagoras. Och, wie geil ist das denn? Kein Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Ein bisschen schwierig. Leonardo befreien. Na super. Ach, scheiß ich drauf. Kommt man auch so rauf. Hehe. Leonardo, willkommen, mein werter Freund. Hui! Ab ins Wasser. Sag mir, wo der Eingang ist. Dieser Arsch. Sie glauben, du strebst nach Wissen, so wie ich. Was haben wir von Wissen, das wir nicht anwenden? Wir haben die Möglichkeit, eine bessere Welt zu schaffen. Eine, in der wir frei sind, unser eigenes Schicksal zu schmieden. Ach komm, laber nicht. Kein Teil deiner Vision wäre. Das wäre dumm. Siehst du es nicht? Wir vernichten die Unwissenheit, befreien die What Menschen the fuck, von ihren wie viele sind da? Von ihren tierischen Gefühlen. Jedermann wird die Wahrheit erkennen können. Mich hier im Dunkeln zu verprügeln, wird das Volk Italiens erleuchten. Pythagoras vollkommene Zahl steckt in diesem Tempel. Wir wissen es beide. Die Zahl findet sich in der ganzen Natur, in allen Dingen. Sie ist die Quelle. Mit ihr können wir die Köpfe und Herzen der Menschen öffnen. Ich glaube, ich weiß, welche Zahl das ist. Die haben wir schon gehabt. Das ist der hermetische Eingang. Zusammen verwandeln wir die Menschheit in Götter. Jetzt zeigt mir den Eingang. Warum? Weiß der etwa nicht, wo er ist? Wie könnte ich? Du kennst die Wünsche und Nöte, Mensch. Ich dachte, einen einfachen, versteckten Eingang zu finden, müsste dir leicht fallen. Du, wo ist er? Da. Ich habe genug von deiner Sturheit. Procedete. Hallo. Halt! Ezio Auditore. Ihr, der ihr Cesare Borgia festnahmt, römischer Ignoranz ein Ende setztet, überzeugt unseren Freund Leonardo, den Tempel zu öffnen und das goldene Zeitalter einzuläuten. Soll ich unseren Freund mit Tritten überzeugen? Oder wäre euch meine Klinge lieber? Im Gegenteil. Mir wäre nichts lieber als eine freundschaftliche Lösung. Helft Leonardo, Vernunft anzunehmen. Mit der vollkommenen Zahl können wir die Menschheit neu erschaffen. Nicht nach meinem Credo. Dann findet die Revolution ohne euch statt. Ucciderlo! Packt ihn! Stopp! Jetzt! Los! Leonardo, ich muss es wissen. Ah.
Bitte, für die Zukunft der Menschheit! Na Mist! Jetzt reicht's, ich wollte eh die Waffe haben. Kommt her! Ah, verpiss dich! Mit der bin ich eh schneller. Und zack. Na, warte du. Und tschüss. Na, was jetzt? Wie einfältig. Danke. Haltet euch fern von mir, Assassino. Habe ich das? Ja. Im Innern sind wir alle gleich. Und doch setzen diese Leute die Hexenjagd fort. Sollen wir unsere primitive Herkunft denn nicht überwinden? Bäm. Ich hab den einfach abgemetzelt mit dem Messer. Ihr? Ein Assassine? Ein Feind des Wissens? Man muss die Wahrheit aus freien Stücken suchen. Zwingt ihr sie anderen auf, erreicht ihr gar nichts. Diese verlorenen, verfeindeten Reiche. Ich hätte ihr Leiden beendet. Che tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescat in pace. Komm, verschwinden wir von hier. Das geht nicht, Ezio. Nicht ohne den letzten Raum des Tempels zu erreichen. Du bist verletzt. Das wird schon wieder. Wenn diese Zahl noch intakt ist, riskieren wir, dass ein anderer Narsen findet. Nimm die Fackel. Ich werde vor. So, jetzt natürlich ist das noch nicht vorbei. Das hat sie massiv zurückgeworfen. Denn wir müssen jetzt ach, das der Schatz ist mir egal, den brauchen wir eh nicht mehr. So, rein da. Nach Pythagoras bewegt sich die Seele durch Spalten in der Erde. Wie ein Lichtstrahl. Sie entzündet Feuer und Feuer steht für Wissen. Hm, nice. Wir müssen auch noch... okay. Und ich glaube, das ist mit Zeit. Yeah. Okay, muss ich jetzt dahin? Und hep. Bin gespannt, was passiert. Super, natürlich das andere auch. Nun komme ich wieder hier hoch. Du hast es fast geschafft. Fast, was heißt fast? Du hast leicht reden. Genau, du hast leicht reden. Ah, ich muss hoch. Okay. Höp. Genau da muss ich lang. Genau, Leonardo hat leicht reden, denn er muss nicht springen.
So, wo müssen wir lang? Auf diese kleine Plattform da. Ja, komm runter. Ezio. Ezio, mach keinen Scheiß. Und das ist unten. Oder irre ich mich? Wir müssen weiter! Ja, ist ja gut. Wie viele Räume gibt's denn noch? Ich schätze, Salai verschleudert mit Freuden meine schwer verdienten Florin. Er ist sicher zu Hause. Das beruhigt mich. Wegen des Geldes, natürlich. Du musst mir nichts vormachen. Salai passt zu dir. Du hast mein Ziel. Leonardo da Vinci findet keine Worte. mir kommt der Ort bekannt vor, da irre ich mich. Der Raum ist etwas dunkel. Ich glaube, ich irre mich. Hörst du das? Der Wind pfeift. Das ist ein Windraum. Pythagoreer glaubten, die Kräfte der Natur ließen sich auf Zahlen. Die Mathematik könnte die Natur bändigen und den Menschen erlauben, ihre Kräfte zu nutzen. Hep! Chip, chip. Wow. Mach keinen Scheiß, Ezio. Weg mit dem Wind. Stoppt ihr richtig. Nun komme ich wieder hier hoch. Das heißt, ich muss noch höher, ha? Juhu! Und wo muss ich dann hin? Ja, jetzt brauche ich die Abschätzung. Oh, so viel zum Klettern. Ich halte mich am Mund fest. Hep. Und. Darf nicht wahr sein. Auch wenn ich den Kampf gewonnen hätte, ohne mich zu verletzen. Genau jetzt wäre ich wieder verloren. Also 100% Synchro da. Und hep. Dann halt so. Muss ich nach da? Krass. Okay, Ezio halte ich gut fest. Yay. Die Stange habe ich gar nicht gesehen. Hep. Und jetzt müsste dieser Scheiß auch zu sein. Und oh yeah, die Tür öffnet sich. Mein Gott. War das das letzte Rätsel? Nur noch ein letzter Raum, dann sind wir im Zentrum. Okay, noch ein Rätsel. Naja, es ist ja eigentlich kein Rätsel. Es ist eigentlich nur ein Hin- und Her-Jumpen.
Aber geil gemacht, finde ich. Geil gemacht. Wissens. Korrekt. Für die Pythagoreer wird Harmonie erreicht, wenn aus der Vielfalt eine Einheit wird. Wenn viele Gedanken sich zu einer einzigen Idee kombinieren. Ja, ich weiß, wo du schon hinschaust. Kann ja nur das gewesen sein. Hep. Da wolltest du doch hin, oder? Könnte helfen, wenn ich stürze. Oh, wie erleuchtend. Sehr lustig. Erleuchten, versteht ihr? Naja. War nicht lustig. Sagte Ezio schon. Wie lustig. Nein! Super. Hep. Den Sprung muss er mir übrigens noch mal zeigen. Den kann man eigentlich gar nicht. Das ist der unlogische Sprung überhaupt. Nämlich an etwas, was weiter vorausstreckt, ranzukommen, wenn man drunter ist. Hep. Hep. Dahin. Da wollte ich jetzt nicht wegspringen und jetzt öffnen wir das Teil. Okay, das zweite von. Ja, vier. Hep. Ach, das war hier jetzt einfach. So. Und hep. Ach ja. Und jetzt noch da drauf. Und hep. Und Rückwärtssprung. Wuhu. Sauber, Ezio. Wir haben es geschafft. Das letzte Rätsel. Und jetzt müsste sich das Ding eigentlich... Ey, ja. Die Einheit ist erreicht, aber die Tür öffnet sich nicht. Vielleicht braucht es einen Edensplitter? Leonardo, komm her!
Kennst du die Symbole? Nein. Warte. Das sind die Symbole, die mir damals der Edenapfel gezeigt hat. Aber die Reihenfolge... Lass mich mal. Wenn ich sie neu ordne... Fertig? Bedeutet gar nichts. Du gehst schon? Keine Zahl kann die Welt heilen. Komm, mein Freund. Ich brauche ein Schiff nach Navarre. Ich muss das mit Cesar beenden. Das richtet sich nicht an uns. Ezio, was verschweigst du mir? Woran arbeitest du sonst noch? Nun, ich habe einige Obduktionen durchgeführt. Und König Ludwig XII. Scheint mich als Ingenieur anheuern zu wollen. Oh ja, und ich denke daran, das verbrannte Johannesgemälde nachzumachen. Salai würde wieder Modell stehen, versteht sich. Und vielleicht werde ich Frauen mit Kindern studieren, um zu sehen, wie sich ihr Körper verändert. Interessant. Erzähl mir mehr. Du kannst Desmond jetzt sedieren. Wir haben die Infos, die wir brauchten. Es ist zu spät, es ist schon passiert. Er ist in eine Art Koma gefallen. Er wird es schon schaffen. Das hat er bisher immer. Ich habe die Daten durch den Computer laufen lassen. Wir haben einen Standort für den Tempel. Worauf wartest du denn noch? Desmond ist in eine Art Koma gefallen. Gefällt mir gar nicht. Aber bevor ich das Let's Play beende, wollte ich noch eine Sache machen. Wo ist der Sessel mit dem Leonardo Ding? Nicht weit von hier. Dahin. Ich habe gemerkt, das ist ein bisschen asynchron gewesen kurz. Aber das lag glaube ich am Spiel. Da hat mich etwas gewundert. Wie komme ich denn dahin? Ah. Ja, das müssen wir noch machen, bevor ich das Let's Play komplett beende, weil... Das ist ein kleiner Dialog mit Leonardo, der letzte Dialog überhaupt. Denke ich mal, dass das der letzte ist. Dann mal gucken, was die zu sagen haben. Du hast bereits alles, was ich für dich entwerfen könnte. Wie, das war's? Das ist ja lame. Falls ihr wissen wollt, was ich damit gemeint habe, normalerweise habe ich jetzt eine Szene erwartet, wo du sagst, ja, so Ezio hat sich in ein Gespräch eingewickelt und hat so gemeint zu ihm, ja, irgendwas mit Frauen und keine Ahnung und nun ja. Ich glaube, da hat sich der Leonardo, ja, er ist nicht an Frauen interessiert. So viel dazu. Also, ich beende das Let's Play hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Morgen geht's bei Relation weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Bye-bye, euer Zwinita. Also, bis zum nächsten Projekt, ihr gesagt. Bye-bye.